Noch nicht bereit. Noch nicht bereit. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ah, jetzt kommt er noch Sklavenhändler. Brauche mehr Wucht. Den Sklavenhändler nicht, ich habe ihn weg. Scheiße, die spawnen die ganze Zeit hier. Ja. Wo ist denn jetzt der andere Zwerg? Diese Zeit ist noch nicht bereit. Okay, jetzt ist der Zwerg weg. Brauche mehr Wut. Erst kommen wir zwei und jetzt ist der auf einmal weg. Haben wir keinen Zwerg mehr dabei. Das soll jemand verstehen. Kann ich noch nicht tun. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Brauche mehr Wut. Nicht genug Wut. Kann ich noch nicht tun. So, haben wir die Quest fertig. Ist noch nicht bereit. Oh ja, das ist der nächste, der ist nur wieder respawnt. Noch nicht bereit. Ist noch nicht tot. Noch nicht bereit. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Brauche mehr Wut. Nicht genug Wut. Kann ich noch nicht tun. Brauche mehr Wut. Nicht genug Wut. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Mehr Wut. Ja, Moment, hier waren ja gar nicht die Dinos. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Jetzt gehen wir gerade im Kreis. Nicht bereit. Komm schon, und ich loote. Brauche mehr Wut. Ich habe kein Ziel. Ja, hier sind wir nur im Kreis gegangen. Da war der Dingens, der. Ah, da werden sie doch auch angezeigt.
Hier muss ich, glaube ich, irgendwie durch. Oder? Kann ich noch nicht. Ist er jetzt wirklich tot da? Brauchst du dich immer wieder, ne? Ich kann nicht noch mehr sagen. Ja, ich ja schon. So, irgendwo. Da unten waren die Dinos. Na, ah, nicht genug Wut. Schade, nicht funktioniert. Brauche mehr Wut. Nicht genug Wut. Die Fähigkeit ist noch nicht bereit. So, dann machen wir noch die Dinos. Brauche mehr Wut. Dann können wir ja mal gleich gucken, ob wir dann. Brauche mehr Wut. Nicht genug Wut. Gucken, da noch, finden. Da standen ja ein paar Leute. Vielleicht kann man sich da ja auch noch irgendwo anschließen. Ich bin außer Reichweite. Verflucht. Wo willst du denn hin? Ich muss näher ran. Nicht bereit. So. Ich denke mal, die sind ja kein. Die waren ja nicht Elite. Genau, 47, das sollte machbar sein. Das ist zu weit entfernt. 20 Stück brauchen wir. Ja, dann sollte das Level-Up auf jeden Fall safe sein. Von den ganzen Quests, die wir jetzt hier gemacht haben. Das ist immer schön, wenn man dann doch mal so noch so ein paar Leute trifft. Mehr Wut. Ich bin außer Reichweite. Hauptsächlich bin ich ja, für mich alleine, wie ein normal, also nur als Let's Play ist es ja für mich hier. Quests machen, spielen wie ein normales Rollenspiel. Das war ja immer so, dass ich jetzt nicht groß reden will. Aber die 5. meines Stands habe ich auch mal gesagt, will ich gerne machen. Und dann auch die Gruppenquests. Will ich dann nicht nur als Level 60er alleine machen. Sondern wenn es sich ergibt, natürlich auch mit den Leuten. Aber eine feste Gruppe oder so will ich mir nicht suchen. So wie ich damals quasi, wo ich Vanilla gespielt habe mit dem Schurken, von dem ich schon mehrfach erzählt habe. Da war ein Dudu noch dabei. Weil das ist einfach so eine wunde Sache. Ne? Dann will der eine spielen. Dann muss er relativ jeden Tag online sein. Das war damals so. Das war ja wirklich so Hardcore-Zeit, wo wir jeden Tag online waren und zusammen gezockt haben. Und wenn der eine dann weiterspielen will, dann spielt er weiter. Und ich spiele ja sehr sporadisch. Dann zwar exzessiv. Im Urlaub. Aber WoW spiele ich ja nur sehr sporadisch. Deswegen ist das. Bin ich da ein schlechter Partner für solche Levelgruppen? Kann ich noch nicht tun. Ja, natürlich eine Gilde, wo immer irgendeiner so am Twinken ist und so, das wäre schon nicht schlecht. Aber ich verstehe halt schon, dass die den Gildenchat nicht auf YouTube sehen wollen, die Leute. Aber ich kann damit leben. Ja, man findet immer irgendwo welche, mit denen man zusammen spielen kann. Wenn man im Chat sucht oder einfach den Leuten über den Weg läuft, wie den beiden gerade. Es geht immer irgendwie. Wir haben 2, 3, 4, 5 Quests sind fertig. So, hier genau. Da gibt es eine Hose. Die wird, glaube ich, interessant. Und der Ring eher nicht, aber die Hose. Stärke und Beweglichkeit. So, dann hätten wir noch, wobei, Ausdauer, Wille. Die Hose wäre dann schon eher für die Idee, klar. Noch nicht. Weil ganz ohne Ausdauer
geht's ja auch wieder nicht. Aber vor allem die EP. Die lohnt es sich. Da lohnt es sich, das zu machen. Hose haben wir auch nicht als beim Tank oder DD-Equipment. Frag mich, ob ich diese Schuppen brauche. Recht viele, ja. Mehr Wut. Nicht genug Wut. Oder ob man das irgendwie gut im Haar verkaufen kann. Jedenfalls geben wir auch so ein bisschen Silber. Das ist auch wieder einiges, was wir hier zu verticken haben. Sechs von 20 haben wir gerade mal. Da kommen auch schon noch ein paar EP dazu. Ich habe mir so, auch so ein bisschen so vorgenommen, doch vielleicht so ein bisschen was mehr zu streuen mit den, dass ich halt hier Let's Plays mache. Einerseits ist es natürlich auch so ein bisschen fair für die Leute, die dann auftauchen, dass die Bescheid wissen, können sie immer noch gehen oder sagen, dass ich gehen soll, ne? Ich bin dann ja der, sag ich mal, der Exot. Und wegen mir sollte ja keiner gehen, sondern dann gehe ich. Aber, es ist tatsächlich auch immer ein paar Leute abonniert. So jetzt 4 Leute, glaube ich. Diese, gestern und heute. Gestern waren es ja 3 aus der Instanz. Und heute scheint auch nochmal einer abonniert zu haben. Gehe ich zumindest von aus. Weil mir schon einer dazugekommen ist. Sogar eigentlich sind sogar 2 dazugekommen. Aber einer, wo ich dann halt in der Instanz war. Und ich finde schon mal cool, dass dann halt auch wirklich mal Leute das abonnieren und dann hoffentlich auch gucken. Aber es ist immer schon mal schön, wie gesagt, für den YouTube-Algorithmus, den zu befriedigen. Kommentieren, abonnieren und liken vor allem. Wenn die Videos Likes haben, dann ist es nicht nur für den Algorithmus gut, sondern natürlich auch für potenzielle Zuschauer, die ja eventuell Interesse daran haben. Wobei, aus eigener Erfahrung, also für mich, von mir selber als eigener Zuschauer, ich gebe einen Scheiß auf die Likes oder Dislikes. Interessiert mich überhaupt nicht. Weil, wie mich das, der Titel anspricht, das am Thumbnail anspricht, dann gucke ich das. Wenn das Video irgendwie in dem Verlauf mir nicht gefällt, dann breche ich es halt ab. Oder gucke es halt zu Ende, ne? Aber, auf Likes oder Dislikes achte ich nicht. Aber ich bin auch keiner der Spielrezensionen oder sowas. Er ist dann schon drüber überfliegen, auf ein bisschen zu lesen, aber ich gebe dir keine Gewichtung. Also ich mache mir immer die eigene Meinung. Und alle. Viele tun das halt ja eben nicht. Dementsprechend hat das schon eben für viele eine Gewichtung, aber für mich selber einfach gar nicht. Weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, so viele Leute haben zwar eine andere Meinung, aber also haben eine Meinung zu irgendwas, aber das ist halt dann oft schon mal absolut nicht meine Meinung. Also, da sind die Geschmäcker einfach viel zu verschieden. Bei manchen Sachen kann man schon immer so eine Richtung irgendwo draus erkennen, so. Aber ich mag halt auch einfach Sachen, die mögen andere so gar nicht und andersrum. Ich mag absolut kein FIFA. Krasses Beispiel vielleicht, ne? Da gibt es auch Pro oder Contro. Wieder Leute, die kommen nicht jedes Jahr das neue FIFA und es gibt Leute, die sagen so, nö, wofür? Ich spiel's, also ich mag's eh nicht vom Spiel her. Und jedes Mal selbe Spiel. Sag ich einfach mal ganz naiv. Klar, für die Leute, die das dann so gerne spielen und exzessiv spielen, ist das nicht dasselbe Spiel, keine Frage, ne? Aber für mich wäre es immer dasselbe Spiel. Deswegen ist es für mich absolut uninteressant, selbst wenn ich FIFA spielen wollen würde. Ich habe wieder jedes Jahr ein neues Spiel zu holen. So, aber das ist einfach nur ein krasses Beispiel, mal zu zeigen, oder sowas anzusprechen, wie ich einfach komplett anders bin als andere Leute vielleicht. Anders als sie und so auch die Geschmäcker. Und du weißt ja nie, warum beurteilt jemand irgendwas positiv oder auch negativ. Und ich finde auch schon mal bescheuert bei Amazon. Was war das? Habe ich das selber mal gelesen. Ich habe auch jedenfalls auch mal Englisches gelesen. Das war hier Wolfgang Holbein, war das. Der hatte das erwähnt, das Beispiel, was ich jetzt bringen wollte. Aber ich habe schon so ähnliche Sachen gelesen. Und zwar war ein Buch von ihm.
Und dann schrieb einer da bei Amazon die Rezension. Schönes Buch, aber Versand hat lange gedauert, wie auch immer, keine Ahnung. Deswegen nur 3 von 5 Sternen. Weil dann denkst du dir, sagt er, holt mal so von wegen, denkst du dir auch, ey, toll, schön, du ziehst mir die Bewertung von meinem Buch in dem Shop total runter. Und aber das hat ja gar nichts mit dem Buch zu tun. Du bewertest den Shop, aber bewerten tust du bei Amazon ja die Artikel, nie den Shop. Oder den Händler, der dahinter ist, wenn es jetzt nicht Amazon selber ist oder so. Oder auch Amazon selber ist ja auch ein Händler. Den bewertest du ja nicht. Du bewertest ja wirklich den Artikel mit den Sternen. Ja? Und wenn, klar, wenn da eine Rezension drinsteht und dann denkt man sich, wie ich jetzt so wie Blödsinn, dann hat das mit dem Buch zu tun. Interessiert mich ja nicht, dass der später bei dir angekommen ist. Kann jetzt nicht Gründe haben. Oh, ich sollte mal auf Martin aufpassen, fällt mir gerade auf. Und allen Scheiß halt. Aber der Algorithmus, das Ranking des Artikels geht halt nach den Sternebewertungen. Und das ist dann halt einfach mal mies für den Autoren. Das ist einfach kein Fairplay. Also sowas sollte man nicht tun. So, das ist Quest-Item, das können wir mal woanders hin tun. Können wir hier unseren Kleinen mal wieder rauslassen. Das ist zu weit entfernt. Wie viel brauche ich denn noch? 4 Stück mal noch. Oh, dann wird das Questlog gleich auch einfach ordentlich leerer. Nicht genug gut. Kann ich noch nicht tun. Zack. Ich bin außer Reichweite. Können wir noch ein paar mehr können sonst schon. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Oh. Dann überlege ich zurückzugehen. Weil da bestimmt welche respawned sind. Aber wenn sie doch noch nicht respawned sind. Dann killen wir halt ein paar mehr als die 20. Ist wie gesagt auch nicht so wild. Gibt ja noch ein bisschen Erfahrung und Gold. So, die Axt ist auf 254 langsam, wären wir uns auf der vollen Skillung. Das setze ich das hier nicht hoch. Ich muss näher ran. Noch nicht bereit. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Der vorletzte. Da oben ist auch schon wieder einer. Ist zu aber weit ich und gerne den da noch triggern. Edden. Musst du hier deinen Feueratem machen? Brauche mehr Wut, nicht genug. So, dann den einen da oben noch und dann sind wir hier mit fertig. Diese Fähigkeit ist nicht bereit. Ich glaube, da müssen wir auch erstmal nicht mehr hier runter, ne? Ah, doch, Schmiedewindform. Ach, das war doch auch nicht. Das war was anderes. Diese Schmiedewindform. Ich dachte, das wäre das Schreiben, was da gelegen hatte. Brauche mehr Wut. Nicht genug Wut. Nicht tun. Hat er uns jetzt bis hier oben hin verfolgt? Wir haben gerade ganz schön viel verfehlt, trotz allem, ne? So, wir können eigentlich nochmal. Das uralte Ei suchen. Mitstreiter für das uralte Ei. Weil einmal würde ich schon gerne noch in den Tempel gehen, diese 2 Quests da machen. Also 3 dann, ne, mit dem Eigedöns.
Loot haben wir da ja auch gut gekriegt. Vielleicht kriegen wir da noch was anderes. Also noch ein bisschen was mehr. Gibt dir schon noch ein bisschen was, was wir da gerne hätten? So. Ich lasse jetzt ein bisschen geschickter hin. Da rissen wir das einfacher, einmal die Wand rückwärts zu laufen. Nicht geschickter hinbekommen, aber zumindest überlebt. Eigentlich noch hier gucken, dass wir das Ding da auch noch bekommen. Und dann haben wir nur noch die Quest hier, die Elite und den da oben. Tür unter Mantlung. Aktiv. Achso, genau, das ist ja die Elite, die wir da angenommen haben. Elf im Oni, ja, da wäre ich gerne dabei. Aber ich habe nicht mal das Level, um die Prequests zu machen. Ich gar nicht weiß, wo die losgeht. Da müsste ich dann auch mal noch nachforschen. Ich hoffe mal, das ist auch hier wirklich hier oben und nicht da unten drin. Kann ja hier schnell täuschen. Aber ich meine, das wäre hier oben, oder? Sklaven. Da. Theoretisch hätte der das. Also, da spielen wir doch schon mal. Nicht genug Wut. So, der Geiz. Ja. Den hier killen. Noch nicht looten. Looten gleich. Hoffentlich droppt er das Ding jetzt noch. Also was, warum verfehle ich? Jeder Schlag verfehlt, ey. Aber dann droppt er es noch nicht einmal. Ja. Ich bin außer Reichweite. Ist da noch einer? Ich brauche mehr Wut. Der ist hier nicht droppt, der ist noch einer. Der es droppen könnte. Nicht genug Wut. Hey, ist verfehlen, verfehlen, verfehlen. Guckt euch das an. Nur am Verfehlen. Warum? Liegt der definitiv nicht mehr an der Axt? Bereit. Brauche mehr Wut. Also ich glaube nicht, dass er mich jetzt konkret angeschrieben hat. Sondern einfach allgemein alle Leute, mögliche Leute ohne Gilde anschreibt. Kann ich noch nicht tun. Ja, der braucht die wahrscheinlich auch. Nicht bereit. So viele von diesen Dampfschmieden gibt es ja hier nicht. Oh, ich muss aufpassen. Vielleicht ist gerade Heilung. Oder? War ich das ja? Wer ist denn hier? Ja, hier ist noch niemand. Ach, ich habe noch einen Fallerbuff bekommen.
Naja, okay. Danke, wer auch immer das war und wo du auch immer bist. Tja, jetzt müssen wir auf den Respawn warten. Das ist der Bereich, wo die Typen rumlungern. Vielleicht soll ich den Typen da hinten aber auch killen. Weil die wahrscheinlich zwischen Spawn auch teilen. Kann ich doch nicht tun. Tja, das ist das dritte. So, ich, ja, nur diese zwei Sektchen hier. Truhe wäre vielleicht cool. Irgendwas, um jetzt die Zeit totzuschlagen. Truhe plündern ist ja immer geil. Auch wenn oft nur Schrott drin ist. Schrott kann man immer noch verkaufen. Geld habe ich eigentlich? 121 Gold. Vielleicht wenn wir verkaufen tun, ist auch einiges, noch mehr. Hier in Zelten auch keine Truhen drin. Da auch keine versteckt. Kann ja immer mal so sein, ne? Also wir hatten ja schon gerade auch in den Zelten schon mal eine Truhe gehabt. Das weißt du nicht so genau. Ein Abboss. Vielleicht ist der ja trotzdem noch da hinten noch so ein Dampfschmied. So der erweiterte Ausläufer. Ja, Sklavenhändler. Voll. Nee. Nö. Ist keine, auch keine Truhe. Lohnt sich nicht, da stumm zu machen. Höp. Kann das sein, dass hier jemand gerade. Das er, da! Der ist einer gerade über das drüber geflogen, der das. Die Spinne als Pet hat und die Spinne, die rennt einfach mal total schnell hier hinterher. Das ist so witzig. Anstatt, dass die einfach dann eingepackt wird. Aber ich glaube, das war tatsächlich irgendwie ein Bug. Da haben wir wieder einen Dampfschmied. Komm. Drop mal das gestohlene Item, meine Begierde. Damit ich abgeben kann. Und kassieren kann. Meine Belohnungen und weiß ich nicht alles. Und dann bin ich Level up. Noch. Ah, da. Schmiede Windform. Zu holen hier. Also das ist mal Kacke, dann hast du hier so ein paar Mobs nur. Und da so eine scheiß Drop-Rate. Wie habe ich jetzt gekillt? 6, 7? Insgesamt sogar? Ich hatte ja schon mal einen von diesen Schmieden gekillt. Mindestens einen. Der Name war mir bekannt. Geläufig. Er ist ein Zuchtmeister. Aber das war vorher auch ein Dampfschmied und Zuchtmeister. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Vielleicht teilen die sich doch keinen Spawn. Sondern sind immer in dieser Kombo. Cool wäre mal gewesen, wenn ich nicht schon ganz Magiestoff bekommen hätte, sondern auch mal den Seidenstoff. Für das Toilettenpapier. Ich kann nicht noch mehr davon tragen. Ah, brauchen wir nicht. Würde die Quest ja auch annehmen, wenn. Ah, das kann ich so annehmen. Quest, glaube ich, ist ja sogar was frei.
Hätten wir das vielleicht auch nicht mehr gedroppt. Ja, das ist Plumps Klo. Können wir ihn rauslassen. Aber bevor wir den rauslassen können, braucht er erstmal den Kupferfieber. Jetzt hat er ja die Schütte am Popöchen. Ist da frei, aber... Komm nicht so gut. Weil Quest Destiny, das ist ja wurscht, egal welche man zuerst abgibt. Stellt euch vor, dann gibst du die Quest ab mit dem Schlüssel, dass er raus kann. Und sagst dir, ah cool, ich bin frei, tschüss, danke und... Ja, und du kannst die andere Quest nicht mehr abschließen. Das wäre kacke. Meine Güte. Ich muss näher ran. Ist ja nicht so, dass ich irgendwas mit dem machen müsste, aber das ist ein reines Item. Schmiede Windform. Ausdruck Hand vor und eine Form. Das wird ein bisschen Gold. Das war den Dicken da. Ausweichen. Nicht genug Wut. Ich brauche mehr Wut. Alter. Da will ich. Da flog wieder. Fett. Scheint irgendwie öfter zu sein. Aber ich dachte, da glaube ich ein roter Drachkin. Ist doch nicht normal, ey. Das lese ich halt nach. Wie heißt die Quest? Gestohlen. Die einzige Information, die ihr habt, die Schmiede ist ein Schmiedewerkzeug, welches von Schmied verwendet werden. Und das Ausguckzentrum ist für was ich weiß, Werkzeug für Spielposten. Also. Sucht die Schmiedewindform und das Ausguckzentrum Handfernrohr. Es ist eine reine. Ein reines Drop-Item. Zu weit entfernt. Jetzt habt ihr zwei Spawns von diesem Typen gekillt. Und es ist ein Ding dabei gewesen. Wahrscheinlich, weil ihr eben, der eine, den ich da eben nicht bekommen habe, der hatte es bestimmt gehabt. Dann müsste es aber jetzt der hier haben. Pro Spawn wenigstens einer. Alter, so viel Pech kann man doch gar nicht haben. Was ist denn für eine Droprate? Da kriege ich den Baron-Bond schneller. Ist tatsächlich teilen die sich keinen Spawn. Das ist genau gleich, gleichen Typen, gleiche Stelle gespawnt. Ich habe kein Ziel. Und wieder nur Magiestoff. Von meinem Magier hätte ich mal was rüber schicken können. Hab ich dran gedacht. Ah, das ist glaube ich der Palla. Wie nett von euch. Ja, ich bin ein tolles Schwert da.
Hey, cool. Na ja, komm hier. Kriegst du wenigstens ein bisschen was. Weil habe ich nicht das wert, aber. Ich bin außer Reichweite. Bin nicht bereit. Brauche mehr Wut. Nicht genug Wut. Kann ich noch nicht tun. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ja. Immer noch nicht. Nicht normal. Komm, wir können ja auch zusammen machen. Wie hieß die noch, die andere Quest da? Die. Ich muss näher ran. Was soll ich nicht tun? Ich brauche mehr Wut. Nicht genug Wut. Ich brauche mehr Wut. Nicht genug Wut. Ja. Okay, das ist natürlich kacke, dass ich das Papier nicht bekommen habe. Für mehr Wut. Nicht genug Wut. Brauche mehr Wut. Nicht genug Wut. Brauche mehr Wut. Nicht genug Wut. Ich verfehle wieder so viel. Brauche mehr Wut. Nicht genug Wut. Brauche mehr Wut. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Nicht genug Wut. Brauche mehr Wut. Jetzt sind wir noch nicht. Aber den habe ich gerade erst gespielt. Oder der gerade hier erst gespawnt war, oder? Nicht genug Wut. Brauche mehr Wut.
Immer noch nicht da drin. Tja. Eigentlich müsste doch der Schmiedings müsste doch da eigentlich auch jetzt wieder kommen. Der Zuchtmeister ist da, aber der gespawnte Dingens nicht, dieser Dampfschmied nicht. Ja. Das ist schon eine ätzende Geschichte, wenn das Zeug einfach nicht droppen will. Und wenn jetzt direkt mehrere Leute wollen. Ich habe kein Ziel. Dann ist es halt nochmal umso assiger. Kannst du nicht tun. Ich brauche ein Ziel. Nee, guck mal, da ist jetzt Zuchtmeister. Sonst war das doch ein anderer. Weil das war kein Zuchtmeister. Nicht genug Glut. Kann ich eigentlich gucken, ob er die Quest hat. Also hat sie nicht. Ach, ist nicht qualifiziert? Okay, hat er die Vorquest nicht gemacht. Ich habe kein Ziel. Tot. Das habe ich, ich habe die Quest. Oder wie viele sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Quests, ihr fertig. Bin kurz vorm Level Up. Jetzt ist die Frage, will er das hier auch machen oder? Ich bin außer Reichweite. So. Schnell hingeschargt und edit. Brauche mehr Wut. Nicht genug Wut. Da müsste eigentlich immer noch einer langsam mal kommen. Ich hatte gerade gespawnt, dabei war das nur die Bewegung von meinem Pet.
Tja. Das ist zu weit entfernt. Ja, den hat er. Da war ich zu langsam. Da noch rein zu chargen wäre auch echt fies gewesen. Aber ich habe die Bewegung automatisch, ne? Echt vollkommen automatisch. Zack, Tape und Wolf die 4 war aber nicht weit nah genug dran. Und hätte ich wahrscheinlich eh nicht geschafft. Scheint auch nicht gekriegt zu haben. Weil er jetzt hier wieder rumgeht. Ich bin außer Reichweite. Nicht bereit. Nein. Zack. Den habe ich. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht tun. Das ist zu weit entfernt. Brauche mehr Wut, nicht genug Wut. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. War schon ein bisschen fies, ja. Aber es war schon auch ein bisschen Dussel, ne? Dass ich, also dass er sich gestellt hat und ich dann mit dem Gewehr drauf geschossen habe. Hätte er sich nicht gestellt, dann hätte er es gehabt. Aber das war schon wirklich knapp. Da muss er sich was reinziehen. Der braucht 15 Seidenstoff. Na gut, ist die Frage, wie groß ist so ein Seidenstoff, ne? Aber ein Schneiderer macht aus weniger Seidenstoff ganze Umhänge und so. Das ist eine Weltreise darüber, ey. Ein Flugmount wäre jetzt schön. Ah, bis dahin ist bestimmt auch wieder ein Respawn. Die zwei Quests schon reichen fürs Level Up. Vor allem mal gespannt, wie viel, wie weit ich dann bin mit den anderen neuen Quests. Ne, nicht anderen neuen, sondern anderen 7. 2 Stück gebe ich ja jetzt ab. Dann sind es ja nur noch 7. Keine 9. Hier unten ist ja auch noch eine. 2 sogar. Weil, ah ne, das ist, Molten Core müsste das sein. Dungeon, ja. Das müsste Molten Core sein. Hab ich da. Achso, ich dachte, ich hätte so eine Spinne da geedet. Ah, guck mal, der hat jetzt so grob. T
Tiger, der untote Priester da. Die habe ich nie droppen sehen, ne? Weder den Tiger noch das, den Raptor. Nie droppen sehen. Und hab das auch viel gefarmt. Nicht so viel wie das Baronmount, würde ich sagen, weil es ja schon aufgrund der ID nicht so möglich war. Aber schon häufig. So, ich muss vom Reittier. So, eingesperrt. Ich hab die Ewigkeit beschafft mir. Achso. Oh toll, fühlt sich auch klasse an. Ja, da seid ihr schon. Was? Ach. Ja, die Geologen, denen habt ihr es gezeigt. Was? Ich kann euch gar nicht genug danken, Fredo Place. So hab ich ein bisschen Zeit hier drin, alles fertig zu machen. Ich meine natürlich, jetzt muss ich mir erstmal keine Sorgen machen, dass die so schnell noch wieder kommen. Also nochmal danke. Ach, wisst ihr was? Da fällt mir gerade was ein. Wo ich doch immer noch hier drin festsitze. Wollt ihr nicht vielleicht einen kleinen Job für mich fertig machen, den ich angenommen habe, als ich in Tanaris war? Ist auch ganz einfach. Naja, wenn man nicht gerade hier drin sitzt, jedenfalls. Kringle Gutnil in Gatgesan war scharf auf ein paar Sachen, die hier in der Skillen gestuft und ein paar andere Orte gefunden werden wurden. Vielleicht könnt ihr euch ja die Liste einmal ansehen und ihm den Kram bringen. Oh, ja, okay. Nehmt die Abschrift von Good Deals Geschäftsbuch und beschafft euch dann darin geführte Gegenstände. Der Schlüssel zur Freiheit. Hust, wer ist da? Seht ihr nicht, dass ich fähig bin? Da brat mir doch einer, wie zum Geier. Ihr habt den Schlüssel gefunden. Ich wusste, dass die verdammten Dunkelheitsjagd ihn versteckt haben, nachdem sie mir die hier eingesperrt hatten. Vielen Dank, Fribles. Ihr seid echt spitze. Habe ich die Quest jetzt abgegeben? Ja, glaube ich, das Buch war weg. So. Da haben wir das Buch. Das ist ja auch ein Quest-Item. Gut, wir wollen ja eigentlich nur gucken, was wir hier... Boah. Musterkristall schafft. Das Geschäftsbuch, weil es ist ja auch als Quest-Item. Gefälliges Päckchen, Good Steals, Ausbildungsdüte, Flammenberg. Ah, das ist die Spinnen hier. Ich muss näher ran. Ich bereit. Da mal noch eben die Spinnchen. Schon fast Level up. Genug Wut. Will ich noch nicht tun. Diese Fähigkeit ist bereit. Für mehr Wut. Nicht genug Wut. Nicht bereit. Spinnenfleisch, ja, das ist natürlich gleich. Habe ich auch wieder ein Drop-Item. 20 Stück. Was einfach nicht droppen will. Ja. Gespinnenseite. Ah, da war ein Bein. Also ein Bein. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ja, klasse. Tja, bis ich die Beine zusammen habe, habe ich bestimmt das Level up. Spinni, wo seid ihr denn? Echt klar, dass sie noch irgendwas mit den Spinnen auf sich hatte. Da hatten wir. Weil theoretisch könnte es ja auch irgendwas sein. Nicht genug Wut. Brauche
mehr Wut. Nicht genug Wut. Kann ich noch nicht tun. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ist ja nicht so. Ich muss näher ran. Kann ich noch nicht tun. Als wenn die Taschen sowieso schon wieder voll wären. Brauche mehr Wut. Nicht genug Wut. Aber gibt halt Geld. Nicht genug Wut. Brauche mehr Wut. Ganz von zeigen natürlich von der EP. Nicht genug Wut. Brauche mehr Wut. Kann ich noch nicht tun. Weißes Spinnenfleisch. Brauchte ich denn weißes Spinnenfleisch? Ja, Spinnenwurst. Gibt sogar gutes Buffhut. Ausdauer, Wille und höhere Dingens. Da kein Skillpunkt. Aber das Buffhut nehme ich natürlich gerne mit. Ui! Das waren sogar 4 Stück auf einmal. Ich dachte, wenn, dann droppen wir schon nur eins. Okay, dann geht das noch eine Spinne. Gehen wir, bewegen uns in Richtung des Pallas. Helfen wir dem noch. Schließlich hat er uns die Seide gegeben. Und die Spinnen sind jetzt tot. Da müssen wir auch wieder auf den Spawn warten. Er ist aber immer noch da, ja. Die zählen nicht. Nur die Kristallinen. Ist ja auch was Kristallines, Beingedöns, da was ja. Kristallbein schafft, so. Der Dudu ist auch immer noch hier. Nee, das ist der Paller. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Das kann ich nicht tun. Na. Brauche mehr Wut. Nicht genug Wut. Scheint zumindest die Dampftüte an der gleichen Stelle. Ich muss näher ran. Das ist zu weit entfernt. Ah, also mit dem Charge, da kommst du schon schnell und gut voran, ne? Nicht genug Wut. Kann ich noch nicht tun. Hey, Level up. Ich bin außer Reichweite. Diese Fähigkeit ist nicht bereit. Brauche mehr Wut. So. Hier parieren. Parieren ist dauerhaft. Ist ja auch nichts verkehrt zum Tanken.